Kanalisation, Vetus, Despise. Überleg gerade, ob wir unten bei Despise nochmal versuchen, aber das letzte Mal war schon ganz schön heftig. Auf jeden Fall holen wir uns erstmal die Quest wieder für den Wolf. Ganz klar, brauchen wir. Und dann werde ich nochmal den Truthahn versuchen. Genau. Weil wenn ich den irgendwann besser gekillt kriege, dann weiß ich, dass ich für generell das auch alles mit den Skills und so besser wird. Bei dem einen Mal habe ich ja 100 Schritte, 100.000 Stunden hier an dem verbracht. Aber jetzt, ich glaube, mit dem anderen Bogen, mit dem Nubi-Bogen habe ich den gemacht. Weil jetzt habe ich das Gefühl, es geht auf jeden Fall sehr viel schneller. Und ich skille nebenbei auch noch. Immer sehr geil. 81 Archery, also noch 19%, dann haben wir den Skill fertig. Dann fehlen noch die restlichen anderen davon. Taktiks und Anatomie. Die Valerie haben wir ja schon auf 100. Das Buch müssten wir eigentlich auch noch aufladen. Das fällt mir gerade auf. Weil wir können das ja so nicht nutzen. Braucht da. Man muss es aufladen. Und ich glaube zwar, es zählt dieses, wie die Reagenzien, also weniger Reagenzien kosten, zählt es schon, aber man muss erstmal was im Buch haben, damit das Skript erstmal anspringt auf das Buch. Irgendwie. Und deswegen müssen wir das gleich erstmal aufladen. Aber das geht in Luna oder bei jedem möglichen anderen Ankh. Ich zeige euch das gleich. Aber erstmal den Truthahn. Gott. Fall um, du bist doch schon längst tot. Ach, jetzt rennst du weg, wa? War ja klar. Komm, ein Schuss noch. Juhu! Hatte der nochmal alles dabei? Oh, ein Armband. Plus zwei Chivalry. Hier, was sonst? Obwohl. Da haben wir noch eins. Nee, Nekromantie ist eher uninteressant. Da ist noch ein Ring. Die Skills brauchen wir nicht. So, ach ja, wir haben das noch drin. Ja. Oh, das waren zwei Ringe? Moment. Nee. Beide Müll. Ja, 15 Token. So, das kurz nochmal einstellen. Setting. Wählen. Raus dann. So. Dann düsen wir jetzt nach Luna. Werden mal kurz das Buch ein bisschen aufladen. Tada! Dann nehmen wir mal hier 100 Goldstücke. Gehen aber natürlich aus dem Wormus. Wir wollen hier nicht aggressiv erscheinen. Da. Hier ist solch ein Ankh. Kann man einmal anklicken. Dann gibt man hier das Gold ein. Gibt alles hier rüber, also was du hast. Und für die Punkte, sag ich jetzt. Und zack. Ist das Buch geladen. Und gucken wir mal kurz, was wir in der Bank haben. Die müssen wir gleich mal waschen gehen. Dann haben wir wieder, denke ich, genug. Pfeile haben wir noch 190. Ja, wir werden noch mal Pfeile holen gehen. Wir müssen noch mal Pfeile holen gehen. Da glaube ich nämlich, dass man dort direkt auch noch. Quatsch. Hier rein. Die blutigen Bandagen kann man da, glaube ich, auch noch waschen. Müsste hier funktionieren. Hier am Wasser geht das. Da, wo dieser Rand ist, geht das meistens nicht so gut.
Weil man angeblich dann immer zu weit weg ist. So, jetzt haben wir die wieder drin. Die 400 Bandagen wieder. Und damit wir jetzt hier wieder unsere Pfeile am Anfang verschieben, sondern die unrealistischen, nimmt man den Köcher wieder in die Hand, den Bogen, den man hier auf dem Boden findet. Und man verliert keinen Pfeil. Nebenbei nehme ich das hier mal auf. Müssen wir aber aufpassen, dass wir nicht unseren Bogen wegschmeißen. Und bekommen nochmal Token. Die Pfeile, die jetzt da irgendwie auf den Boden fallen oder so, die können wir gleich auch wieder aufsammeln und dann können wir auch wieder Pfeile mehr. Wir bekommen ab und zu mal hier auch Pfeile wieder. Was das Witzige ist, weil wir verlieren gar keine. Und so hole ich mir meine Pfeile gratis. Für den Starten ist es leichter, aber für später, wenn du es schnell und einfach haben willst, kaufst du einfach irgendwo. Entweder beim NPC oder beim Vendor oder direkt vom Spieler. Apropos Spieler, gucken wir doch mal. Nö, keiner da. Gut, es ist jetzt 9:30. Ich denke, das ist normal. Die letzten Male, wo ich gespielt habe, waren sie auch halb AFK. Ich denke, da haben sie Mittagspause oder Mittagszeit halt einmal eingelegt. Immer allein, allein. Wir sind allein. Vorhin wir ist eine Mehrzahl und allein ist. Naja. Dex Gain. Yes! Yeah! Umso mehr Dex, umso schneller können wir schießen. Geil. Wir können hier wieder Token abfarmen. Finde ich geil. Ich glaube, ich bleibe hier so stehen und schieße mir das immer. Ich weiß es jetzt nicht, die feine englische Art. Dieser Spruch. Egal. Aber wir bekommen Token. Hier haben wir 521. Hier haben wir 100, 1309. Das heißt, wir haben so etwa 1000, 8000, ja, 1830 etwa an Token. Wie brauchten wir noch? Ich glaube 10.000, oder? War aber noch einen weiten Weg bis zu unserem Reittier. Aber ein bisschen schade. Aber gut, das kriegen wir auch noch hin. Wenn wir nämlich höhere Monster oder sowas dann bekämpfen können, dann geht das viel, viel, viel schneller. Und irgendwann hast du Millionen davon. Und du weißt nicht, wohin damit. Weil irgendwann hat man ja alles, irgendwann. Und wenn man dann anfängt zu sammeln, gut, dann, weißt du, so alle Sachen einmal besitzen, dann ist der Server vollgemüllt, aber gut. Weil es gibt so viele Items hier, die man holen kann. Gucken wir mal kurz, wie viele Pfeile haben wir? Ich erst. Gehen wir mal hin und looten das da. Zack. Ah, wir können wieder hier sammeln. Ich weiß, ich bin böse. Wenn es die Serverbesitzerin sieht, oh. Hoffentlich kriege ich nicht einen auf den Deckel. Egal. Es macht Spaß. Brauchen ja ein bisschen Token und das ein bisschen gerade beschleunigen zu können, ist doch ganz. Ja, wenn ich hier das lösche in der Tasche, das ist Safe Trash Bag, verschwindet das hier rein. Kills und sowas kommen hier zum Teil auch rein und hier rein. Also, es sind irgendwie. Token sind die beiden eigentlich die gleichen, aber getrennt und getrennte Rips, die wo was reinschmeißen. Also irgendwie so. So, wenn wir gleich genug Pfeile haben, würde ich sagen, gehen wir noch mal in einen Dungeon oder? Das ist bestimmt interessant. Da sind wir fast fest von aus. Blick gerade. Hingehen. Also ich weiß, dass es einen Raum dafür gibt, Healing, Veterinary und sowas alles, also Tierheilkunde und sowas zu lernen.
Allerdings brauche ich dafür 25.000 Gold. Das ist ja für mich gerade am Anfang nicht eine Kleinigkeit. Und hier war früher eine Kuh, die ist irgendwie weg, sehe ich gerade. Aber echt schade. Da hätte ich vielleicht auch dran stehen können. Ich weiß jetzt nicht, wo die Kuh hin ist, weil die hatte hier ihren Platz. Das war so eine Kuh, da musstest du Gold reinschmeißen und dann konntest du ja eine Zeit lang eben halt an ihr skillen. Irgendwie ist die da gerade weg. Ist irgendwie jetzt echt schade. Irgendwie. Haben wir schon. Aber ich habe das Gefühl, ich treffe immer noch nicht so gut. Immer. Au! Die macht ja auch Schaden. Wasserscheiß. Dann mache ich doch hier gleichzeitig hier. Einmal ran. 12 Schaden. Dann heilt meiner mich. Dann, ja, geil. Ja, machen wir doch so, oder nicht? Besser geht's doch gar nicht, glaube ich. Aber ich hätte nicht gedacht, ich hätte eher gedacht, dass die mich gleich killt. Er ist ja übel. Aber Healing Game 46,1. Das ist doch super. Aber wir sind gleich schon wieder so weit, dass wir gehen können. Okay, cool. Also die kann sehr viel einstecken. Also sie sind hier wohl zum Bogenschützen, aber kann man anscheinend auch so benutzen. Okay, cool, jetzt muss ich mal ein bisschen hin und her laufen und so. 85 haben wir an Archery. 85,1. Anatomie steigt auch wunderbar mit. Das ist echt geil. Ach, die hat Gold drin, die nicht. Frage ich mich, ob die vielleicht Unterschied zu irgendwas ist. Komm ich mal. Okay. Okay, ich habe hier schon ein bisschen was auf. 59 Stück. Seht ihr? Also man kriegt hier auf jeden Fall sehr gut was. Anatomie auf 88 gestiegen. Archery läuft auch wunderbar. Ja, das ist doch klasse, Leute. Also besser kann es doch gar nicht laufen, ne? Also finde ich. 86 Archery. Es läuft hier sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir machen das jetzt ein bisschen weiter. Ihr könnt ja vorspulen, wenn ihr es nicht so spannend findet oder so. Also im Livestream jetzt natürlich nicht. Sondern jetzt eher in dem Let's Play. Wenn euch das stört oder so, dass ich jetzt hier. Aber das gehört dazu. Es gehört zu Ultima Online dazu, dass man zusieht, dass man irgendwie einfach, aber schnell halt am Skillen ist. Weil Levels gibt es hier nicht, sondern nur am Skillen. Entschuldigt. So. Heilung. Mal versuchen mit Heilung dahin gerade. Wollte nicht. Oh, geheilt und ein Gain gekriegt. Geil, Leute. Das ist nicht geil. Weil wie viele haben wir denn? Oh, fast 300. Und das ist gut. Aber ich sehe, wir haben von 285, die wir tragen können, nur 137, 38. Ich denke, wir werden noch mal ein bisschen weiter skillen können. Anatomie. Wow, ob wir das gleich noch mal auf 90 oder so bringen können heute? Das wird auch echt geil.
Also es läuft richtig geil gerade. Ich finde das richtig gut. Hier Healing wieder ein Gain gekriegt. Sehr, sehr schön. Healing wird das jetzt sein, was wirklich am meisten zieht. Also ich habe am Anfang definitiv, kann ich jetzt schon sagen, einen Fehler gemacht. Ich hätte Evolution Intelligenz hier, was für Magieschaden und sowas mit zuständig ist, hätte ich nicht skillen dürfen. Das hätte ich nicht tun dürfen. Da hätte ich das weglassen können und ich hätte Healing wirklich auf 100 packen sollen, damit ich das eben halt jetzt nicht so langwierig skillen muss. Bin sehr intensiv jetzt. Bald brauche ich auch eine neue Rüstung. Ich denke mal, dafür werde ich das Gold ausgeben und die Token eben halt dann für das endgültige Reittier für mich. Ich denke, das ist so am besten. Weil das Reittier kann mir nur abhanden kommen, also aus der Tasche verschwinden oder so. Aber ich kann es nicht eben halt killen oder irgendwo stehen lassen oder so. Also vergessen. Wo ich sehr gut eigentlich drin bin, das mit dem Vergessen. Jo. Nee, wenn ihr das seht, so schnell die Skills hoch, dass es richtig schön ist. Wir sind kurz vor 90 Anatomie. Und Archery ist auch nicht weit. Mal ein bisschen länger stehen geblieben. Gut geheilt, sehr gut sogar. Also umso höher das Heilen ist, umso besser wird es auch. Und genau das will ich ja. 47, das ist doch gut. Fast ist es soweit. Yay! Zwei Skills werden gleich auf 90 gehen. Oh, cool. So, ja, ein Game noch. Ja! Ja! Dann tun wir auf 90. Noch 10% da und dann haben wir auf 100 und dann ist es fertig. Sehr cool. Ja, ich denke mal auf jeden Fall, ich werde Chivalry runter hier Evolution Intelligenz, also Evil Int nenne ich das immer, werden wir runterstellen. Also das muss weichen. Archery auf 90, sehr geil, Leute. So soll's laufen, wirklich so und nicht anders. So, und dann werden wir uns mal gucken, wie viel haben wir denn hier an Pfeile? 364. Die sollten doch reichen, um ein bisschen durch die Gegend laufen zu können. Denke ich mal. Sollte. So, Archery und Anatomie haben jetzt hier so einen Zweikampf, so wer als erstes wohl auf 100 geht. Kommt hier die ganze Zeit abwechselnd, so wer hier, die ziehen immer nach. Weil erst der eine und dann der andere. Das ist echt cool. Fällt mir zuzugucken. Aber wir wollen jetzt natürlich hier nicht die Zeit verplempern. Wir hatten ja was anderes vor. So. Das heißt aber auch, wenn wir jetzt Archery auf 95 haben und bald auch einen besseren Bogen. Also wir haben viel vor. Wir brauchen einen besseren Bogen, wir brauchen also noch besseren. Gibt nämlich einen richtig krassen, aber der kostet Millionen. Ja, Millionen. Und wir brauchen eine bessere Rüstung, weil wir haben noch die Numi-Rüstung an und das geht immer gar nicht. Wir müssen aber genau gucken, so was für Teile wir brauchen, was wir kaufen. Und das muss dann zusammengesammelt werden und alles und das. Ja, Stärke-Gain. Geil. Wirklich geil. Und wir müssen eben halt sehr viel gucken. Und es gibt viele Player, die Sachen verkaufen, aber es ist auch viel, wo zu teuer ist oder so. Es ist ein bisschen zeitaufwendig, ein bisschen hin und her zu laufen und zu gucken. Weil sofort kaufen ist manchmal gar nicht so gut. Ja, fast 400
Teile. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall sehr gut. Sollte dann auch mal reichen. Ich befürchte, ich werde mit dem Gold, was ich jetzt habe, nicht weit kommen mit Rüstung kaufen. Wenn ich ein Teil kaufe und wir unter den 100 weniger Kosten für Reagenzien, also blaue Reagenzkost, fallen, dann fehlen wir auch mit dem Reisen, mit dem Heilen, Entgiften und so weiter hier, mit dem ganzen Magiekram und so. Und das wird dann teuer oder kompliziert im Kampf, dann haben wir da vielleicht Probleme oder so, oder können wir richtig fliehen oder wie auch immer. Deswegen bin ich dann doch ein bisschen mehr so vorsichtig unterwegs sein und langsam.